Hallo, Jorinde. Hallo. Warum kommst du denn noch nicht? Ich traue mich noch nicht. Aber es geht doch gleich los. Wir wollen über die Eigenschaften des Zwillings sprechen. Ja, hallo. Grüß dich. Gestern war dein Bruder schon da und Hallo, hat. Herr Drosbach. Ja, du darfst Martin sagen. Gestern Ja, hat dein Bruder Juri Martin. schon alles gut erzählt, aber heute soll es um die Eigenschaften des Zwillings gehen. Bist du auch ein Zwilling? Ja, bin die Zwillingsschwester Jorinde. Aber du hast ja einen anderen Aszendenten, oder? Ja, Aszendent Waage. Aha, ist aber auch Luft. Also du bist auch ein sehr luftiger Fuchs. Ja, Ja, Luft und Luft ist heißt nämlich, überall Luft. kommunikativ. Ja, eloquent, sagt meine Mama. Bin Genau, sehr eloquent. genau. Also sprachbegabt, gerne reden, auch schreiben, twittern, Neugierig, alles was da ist, informieren. wie er da ist, wie er da zuschaut. Ja, dann machen die Zwillinge gern Sprachspiele, Sprachkunst. Sie sind literarisch. Sie Ja, aber rappen auch. ich, Kannst du das rappen? habe ich noch nicht ausprobiert. Und sie sind auch recht musikalisch. Das ist auch eine Kommunikation. Ja, der zweite Bereich, den Zwillinge, ob sie jetzt einen Planeten im Zwilling haben oder ob sie den Aszendenten im Zwilling haben, den zweiten Bereich, den sie gut können, ist Vielfalt und Wissen. Ja, ich bin sehr interessiert daran, was du jetzt alles erzählst. Weil sie sind nämlich Wissenssammler und sie machen gern Quiz. Und lösen ganz gerne Rätsel. Ja, weiß ich schon. Vielleicht kennst du meinen älteren Bruder, den grüße ich hier mal ganz herzlich. Und da kann ich euch mal erzählen, meinen älteren Bruder, der hat einen Zwillingsaszendenten, konnte ich im Quizduell noch nie besiegen. Oh. Also meine Mama ist Lehrerin, Fuchslehrerin. Ja, ich möchte es auch gern später mal machen. Ist die wohl auch intelligent, klug und kritisch? Ja, sehr intelligent, äußerst, Ja, sehr, sehr. vielleicht hat sie dann auch einen Zwillingsplaneten. Und was noch typisch wäre, wäre Lockerheit und lustig sein. Lustig. Ich und mein Bruder Juro, wir spielen und sind lustig. Ja, Ganz spielen ist Tag. ein gutes Stichwort, nämlich der Planet Merkur. Das ist der Planet, zu dem Zwillinge gehört. Das ist ein Spieler und der steht für die Spielt der Merkur Kindheit gern mit der Uhr? auch. Und der steht für die Kindheit und für die Jugend. Und das ist ja eine Zeit, wo man einfach experimentiert und spielt und ausprobiert. Das passt auch wunderbar zum Zwilling. Ja, habe ich verstanden. Das nächste, das ganz Wichtige ist das Bewegliche und Motorische. Dem Zwilling sind nämlich die Arme und die Hände zugeordnet oder die Finger. Und deswegen passen zum Zwillingsaszendenten Die oder Pfoten, auch, Pfoten. ja, die Pfoten auch. Und deswegen passen zum Zwillingsaszendenten oder zum Zwillingsmars Sachen wie Malen, Zeichnen, Musik machen, insbesondere wenn es um Fingerfertigkeit geht. Auch tanzen, also alle Bewegungen der Da Gliedmaßen. wäre für mich jetzt Tanzen am besten, weil mit den Pfoten kann ich ja nicht so gut die Finger bewegen, Ja, die oder Hände. Sportarten wie Tennis. Viele Tennisspieler sind zum Beispiel Zwillinge. Der nächste Bereich beim Zwilling sind die Nerven und das Nervensystem. Ein kleiner Nachteil ist die Ablenkbarkeit. Oh. Andererseits hat der Zwilling viele Antennen. Hier. Ja, du hast eine besonders große Antenne hinten. Also ein Zwilling kann sehr, sehr aufmerksam sein, aber auch leicht ablenkbar. Er kann schnell umschalten, Ja, zum liebt Beispiel überhaupt die jetzt müsste Abwechslung. ich mal ein bisschen spielen dazwischen. Du darfst Jetzt. gleich spielen gehen. Wir wollten nur noch über ein paar Eigenschaften reden vom Zwilling. Manchmal ist er flüchtig und auch ein bisschen zu schnell. Und
noch ein... So. Ja, genau. Noch ein kleines Problem. Hin. Augenblick mal, kleines Problem vom Zwilling ist, dass er sich nicht leicht festlegen kann. Ja, sag ich doch. Hin, hier. Aber er ist Multitasking begabt. Weißt du, was das ist? Nein. Dass man verschiedene Dinge gleichzeitig machen kann. Die Gefahr dabei ist die Gefahr der Verzettelung, in Kleinigkeiten hängen zu bleiben, vielleicht auch manchmal die Oberfläche zu wichtig zu nehmen. Und im negativsten Fall versäumt er damit die Essenz. Ober ist oben. Aber es geht auch ums Innen, die Essenz der Dinge nicht zu versäumen, den Kern der Dinge nicht zu verpassen. Ach so. Aber was er ganz gut kann, ist der Wechsel der Ebenen. Innen, außen, oben, unten. Diese verschiedenen Ebenen kann der Zwilling ganz schnell wechseln. Tänzerisch. Weil er sich emotional auch leicht und schnell wo rausnehmen kann. Der Zwilling ist ein Luftzeichen, da geht es um Gedanken, um weniger jetzt Empfindungen und Gefühle, sondern das Beobachten und die Gedankenebenen. Und dadurch ist der Zwilling gern ein unabhängiger Denker, manchmal auch ein bisschen unverbindlich. Ja, noch eine letzte Eigenschaftsebene ist ganz wichtig für den Zwilling, nämlich eine gewisse Neutralität. Der Planet Merkur, zu dem Zwilling gehört, ist weder männlich noch weiblich, sondern androgyn. Das heißt so zwischenmännlich und weiblich. Und was bist du? In ein Mädchen. Weiblich. Ja, im nächsten Teil geht es dann weiter um die Körperteile, die zum Zwilling gehören. Danke, tschüss. Tschüss. Abschließend nun möchte ich am Ende diesen Teiles reden über typische Figuren und Archetypen, die zum Zeichen Zwillinge gehören, und daraus einige passende Zwillingsberufe ableiten. Zum Thema prominente Persönlichkeiten und ihre Horoskope wird es dann sogar einen dritten Teil geben. Typischerweise für Zwillinge habe ich etwas viel Informationen gesammelt und sonst würde dieser zweite Teil etwas zu lange werden. Ich blende einmal eine Übersicht über Figuren, Archetypen und daraus abgeleitete Berufe ein. Bevor ich das näher erkläre, einige Worte zum Begriff Archetyp. Diesen Begriff hat der große Tiefenpsychologe C.G. Jung in die Diskussion gebracht und die Jungsche Psychologie hat ihn intensiv entwickelt. Ganz einfach gesagt ist ein Archetyp, Archä kommt aus dem Griechischen und heißt Ursprung. Ist ein Archetyp, also ein ursprünglicher Typ, eine Uridee. Man könnte sagen, eine göttliche Uridee, die sich dann aber im irdischen Bereich entfaltet und auch als menschliche oder tierische Figur darstellt. Deswegen sieht man auf der linken Seite dieser Übersicht auch typische Figuren, wie sie dann zum Beispiel im Märchen oder im Mythos auftauchen. Der Archetyp in Reinform ist aber genau diese konzentrierte
Uridee, die es schon in frühester Zeit gegeben hat und die sich in jedem Zeitalter sozusagen ein neues Gewand sucht, zum Beispiel eben der Zwillingsarchetyp des Tricksers oder der Trickserin, die in alter Zeit zum Beispiel als Hofnarr erscheint und in moderner Zeit vielleicht als Kabarettist oder als Medienprofi, der oder als Werbeprofi, der mit seinen Tricks die Leute um den Finger wickeln kann. Figuren entstehen dann, wenn Geschichten erzählt werden. Und Geschichten, Märchen, Legenden, Mythen haben diese Archetypen entfaltet. Und wenn wir nun einmal schauen, dann sehen wir, dass grundlegend für Figuren oder Personen zum Archetyp Zwilling Götter, Göttinnen zu finden sind, die meistens zwiefach auftreten. Auch einige Halbgötter habe ich dazu gesucht. Am eindrücklichsten ist natürlich das Paar Hermes und Apollo, bei den Römern Merkur und Apollo. Denn Merkur ist auch in der Astrologie derjenige Planet, der dem Zeichen Zwilling zugeordnet ist. Und Merkur ist sozusagen der jüngere Bruder des Apollo, der, kaum ist er geboren, diesen älteren Bruder immer wieder austrickst. Es gibt auch weibliche Figuren in Sumer, zum Beispiel Inanna und ihre Schattenschwester Ereshkigal. Im Keltischen wäre es der Gott Lu, sein Bruder oder Gefährte Cuchulain. Bei den Germanen wäre es Loki, ebenso eine Tricksergottheit und parallel dazu der Gott Odin, der ebenfalls sehr viel mit Wissen und Erleuchtung und Erkenntnis zu tun hat. Zum Beispiel hat Odin die Runen, die Urbuchstaben, hängend am Baum der Erkenntnis empfangen. Bei den Ägyptern finden wir Tod, Gott der Weisheit oder später auch Aton genannt. Bei Halbgöttern Prometheus und sein Bruder Epimetheus. Prometheus hat ja bekanntlich den Menschen nicht nur das Feuer, sondern auch die Lust am Nachfragen, am Kritisieren, am Erkennen gebracht, sodass die Menschen eben sogar die Götter in Frage gestellt haben. Im Sternbild Zwilling finden wir die Halbgötter Castor und Pollux, ein Brüderpaar, oder auch nochmal im sumerischen oder babylonischen Mythos, in einem der ältesten Mythen der Welt, die Gefährten Gilgamesch und Enkidu. Gehen wir nun weiter zu Archetypen, die jetzt auch ohne Götternamen auskommen, dann finden wir den schon genannten Trickser oder die Trickserin, verwandt damit der Zauberer oder die Hexe. Wenn wir an Zaubersprüche denken, dann sehen wir den Bezug zum Zeichen Zwilling, das eben mit dem Wort ganz besonders oder auch magisch hier umgeht und die tiefsten Wirkungen des Wortes herauszieht. Ein etwas neutralerer Archetyp wäre der Bote oder der Vermittler. Merkur ist im Mythos, im griechischen Mythos, der Götterbote, der ständig zwischen Erde und Himmel unterwegs ist und damit Verbindungen schafft. Ebenso ein Vermittler wäre ein Lehrer, also der Lehrer- oder Schülerarchetyp, das Weitergeben von Wissen. Gehört natürlich ganz wichtig dazu. Jemand, der sich mit Wissen auf eine sehr transformierende Weise beschäftigt, ist der Alchemist
Auch er passt zum Zwillingsmythos, besonders wenn er gekoppelt ist mit der Energie des Pluto oder des Sternzeichens Skorpion, weil der Alchemist nicht nur das Forschende und Wissenssuchende hat, sondern auch noch den Aspekt der Transformation, der eher ins Zeichen Skorpion gehört. Wieder etwas neutraler ist der Sprecher oder die Sprecherin, woraus sich natürlich sofort auch der Redner ableitet. Und schließlich die Figur des Psychopompos, wie es bei den Griechen heißt, das ist der Seelenführer. Hermes oder Merkur ist ein Gott, der eben auch problemlos in die Unterwelt führen kann, da wo andere gar nicht hinkommen. Und somit symbolisiert er auch göttliche Hilfe beim Gang in die Tiefe, ins Unterbewusstsein. Und daraus leitet sich zum Beispiel der Beruf des Therapeuten ab, der als Seelenführer in die verborgenen Bereiche der Seele dient. Ja, wenn wir nun auf der rechten Seite schauen, finden wir die Berufe, die sich daraus ableiten. Und das können jetzt, wenn wir nochmal den Archetyp des Tricksers anschauen, daraus können sich ganz bürgerliche Berufe entwickeln, wie der Händler, die Händlerin, ein Dieb, aber auch ein Unterhändler oder ein Diplomat, eine Diplomatin. Ganz besonders dann, wenn sich die Zeichen Zwillinge und Waage, zwei Luftzeichen, zusammentun. Denn der Diplomat vermittelt nicht nur, sondern er schafft auch Harmonie und Friede. Das passt eher zum Zeichen Waage. Aus dem Archetyp Zauberer oder Hexe ergibt sich der Unterhaltungskünstler-Zauberer oder auch jeder Beruf, der mit Illusionen zu tun hat, zum Beispiel im Bereich von Filmschaffen. Etwa ein Regisseur, er schafft durch seine Filme Illusionswelten. Beim Boten finden wir einen ganz breiten Bereich, den Postboten, denjenigen, der Reisen vermittelt, Pressesprecher, natürlich den Journalisten, den Nachrichtensprecher oder die Nachrichtensprecherin, IT-Spezialisten etc. Bei Lehrer-Schüler ist klar, nicht nur Lehrer, auch Professorin, Informant, vielleicht auch Whistleblower, wenn sich das Zeichen Zwillinge mit dem Zeichen Fische verbindet. Bei Fische geht es um Geheimnisse. Oder auch der Buchhändler, der nicht nur als Händler etwas vermittelt, sondern eben der auch ein Faible für das Wort und die Sprache haben sollte. Aus der Alchemie entstand ursprünglich die Chemie, also Chemiker, Mathematiker, überhaupt Forscher, Wissenschaftler sind Berufe, die mit dem Archetyp des Alchemisten verwandt sind. Aber auch zum Beispiel ein Elektriker, ein Sammler oder eine Sammlerin. Und auch die Börse ist ein Gebiet, auf der mittels Informationen sehr schnelle und wechselnde Wandlungsprozesse stattfinden, die ganz viel Information und Wissen benötigen. Das große Bereich der Sprache und der Archetyp des Sprechers findet sich nicht nur in der Rednerin, im Dichter oder der Dichterin, sondern natürlich auch bei Schauspielern, Kabarettisten, in der Literatur überhaupt und in der Sprachwissenschaft. Vom Seelenführer hatten wir schon gehört, zum Beispiel der Beruf des Therapeuten, aber auch ein Pfarrer, ein Traumdeuter,
eventuell auch jemand, der mit Tarot oder Astrologie arbeitet. Und der Analytiker, die Analytikerin sind Berufe, die sich daraus ableiten. Damit komme ich im zweiten Teil zum Ende. Es wird noch einen dritten Teil geben zu interessanten Persönlichkeiten im Zeichen Zwillinge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Tschüss.